Ein herzliches LP euch allen. Heartbreak LP ist wieder am Start mit The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir die Gerudo-Schwestern oder wie auch immer heißen, besiegt. Und mir ist aufgefallen, dass ich ein paar Sachen noch gar nicht erledigt habe. Es gibt noch so viel Zeugs zu erledigen. Nämlich habe ich heute Morgen um 10 Uhr oder so habe ich mir mal das LP Ocarina of Time von Looks Like Link angeguckt und ja, der hatte auch ein paar Sachen geholt, die ich zum Beispiel noch nicht geholt habe. Natürlich die Herzteile nicht, aber dafür die höhere Energieleiste zum Beispiel, die brauche ich. Dafür brauche ich die Ballore des Feuers. Weil ich muss nochmal zu dem, wie heißt er, zu diesem roten, ne? Ach, Feuertempel oder so ähnlich. Bolereo des Feuers. Okay, runter, runter, rüber, runter, rüber, runter. Okay, das ist ja erstmal runter, rüber, runter, rüber, runter. Yes! Balero des Feuers. Zum Todeskrater. Ah, und ich trinke erstmal was. So. Ah. Ich wäre nicht, dass mir dieses eine aus diesem letzten Part gab. Part 67 oder so war das. Nein, Part 66, da ist mir ja quasi das Herzstück eines Let's Players ist mir bei dem Part fast verloren gegangen, nämlich meine Stimme. Ja, also ich habe ganz schön einen Hustenanfall bekommen, obwohl ich überhaupt nicht krank bin. Das versteht mal einer. Was brauche ich noch? Die Ocarina. Oder erst später. Ja, okay, dann passt das schon. So, dann wollen wir mal weitergehen. Oh, ganz vergessen. Rüstung wechseln. Wir überleben ja nicht lange hier. Und ich hasse dieses quietschende Gamepad. Ich freue mich schon, wenn ich einen Xbox-Controller anschließen kann. Der ist besser, der quietscht nicht. Aber das kann ich noch nicht machen. Wegen der Software. Naja, was soll's. Oh Mann, ey. Ich bin gegen mein Mikrofon gekommen. Das hört sich dann wieder schön kacke an bei Outer City. Ah genau, ich ziehe jetzt die Fee aus dem Wasser. Komm, Fee. Da. Mann, oh. So. Oh yeah. So. Ich kotz gleich. Meine Fresse, ganz ehrlich. Was geht mit euch, Nintendo? Ich hab's zwar schon öfters angesprochen, aber das ist so ekelhaft. Ich mein, nee, ich sag mal nichts dazu. Es ist, wie es ist. Die Feen hier sind echt hässlich. Bei Majora's Mask sehen die jetzt auch nicht besser aus, aber irgendwo ist da auch mal eine Grenze, oder? Die magische Kraft. Deine magischen Kräfte wurden versteckt. Du hast nun doppelt so viel magische Energie. Ja. Ich komme ganz bestimmt nicht, wenn ich von dem Kampf erschöpft bin, ich hier wieder her. Du hast wohl einen Arsch offen. So, nun haben wir auch das da. Nun holen wir uns noch ein Herzteil. Und dann gehen wir zur Zitadelle der Zeit und machen uns wieder jung. Denn wir müssen was holen aus der Vergangenheit, was ich nicht geholt habe, aber was ich unbedingt haben möchte. Nämlich ein Herzteil. Ich weiß gar nicht, wie viele Herzteile ich noch brauche, um ein volles zu haben.
Mal schauen. Noch zwei Herzen, das passt ja. Ich weiß auch noch, wo wir diese zwei Herzen noch bekommen. Okay, wie man an den Herzteil da oben rankommt. Keine Ahnung. Habe ich noch nie ausprobiert. Habe ich mit schon damals gefragt, wie das geht. Nee, habe ich nie gerafft. Also. Ich weiß aber, an welches wir kommen. An das da. An dieses Herzteil kommen wir. Boah. Boah. Ich dachte schon, ich falle jetzt in die Lava. Nein. So. Herzteil. Und jetzt beschäftige ich mich gar nicht lange, sondern werde mich gleich mal auf dem Weg zur Zitadelle der Zeit machen. Okay, wie ging das nochmal? Hoch, rüber, hoch, rüber, rüber, hoch, genau. Die Kantate des Lichts kenne ich zurzeit fast schon auswendig. Ich muss sie mir nochmal kurz anschauen, mal wieder, dann klappt das auch. Ganz ehrlich, ich hoffe, ihr hört dieses Quietschen von dem Gamepad nicht. Das kotzt mich zwar an, aber es ist einfach so. Ich weiß nicht, warum es quietscht. Am Anfang des LPs hat es nicht so stark quietscht. Es ist auf jeden Fall nervig, aber es gibt Let's Player, bei denen das noch viel schlimmer ist. Glaube ich. Da gibt es bestimmt welche, aber... in einem Part habe ich ja schon mal erwähnt, dass es quietscht, aber man hat es nicht gehört. Ich denke mal, das liegt an der Rauschentfernung. Ja, das sollte eigentlich der Grund sein. So. Und wir sind wieder ein kleiner Stöpsel. Das ist super. So, jetzt müssen wir zu einer Spielbude. Einer Bombenbude, kann man sagen. Dort bekommen wir dann die Bomben, sag ich schon. Das letzte Herzteil, was wir noch brauchen, um ein volles Herz zu bekommen. Und da gibt es ja noch vieles, was wir machen müssen. Yes. Genau. Hymne der Sonne. Und sie scheint auch im echten Leben zu funktionieren. Bei uns scheint nämlich die Sonne auch gerade. Das im Oktober. Und obwohl es gestern noch geschneit hat. Ja, wenn ihr aufs Datum guckt, dann wissen das vielleicht einige, dass es gestern geschneit hat. Naja. Marktplatz. Ist ja auch ein kleiner Trost, ne? Aber Schnee im Oktober, das hatte ich echt noch nie. So, Mini-Bowling-Bahn. So, die will uns jetzt erstmal zum Glücksspiel verführen und will, dass wir davon abhängig werden. Diese ganzen Lotterietypen, die ganze Zeit an der Lotterie hängen. Naja, 50 Rubin ist jetzt nichts Großes oder irgendwas Tolles, aber... Was soll's, ne? Das Ding ist so leicht. Warum? Hä? Okay, das muss ein Bug sein. Hä? Hallo, Bug? Okay. Das versteht man einer, oder? Huhn aus dem Weg, Huhn aus dem... Ich kenn... Komm schon, Huhn, bleib stehen, bleib so stehen, bitte. Bitte bleibst du stehen. Boah, bisschen rüber nur. Dann geht das schon. Ey, willst du mich verarschen? Egal, so klappt das jetzt aber. Yes! Damit haben wir schon mal die 50 Rubine. Und... Ja, das ist eigentlich nichts Tolles. Egal. 50 Rubine... Yay! Und ja, wir wollen nochmal spielen. Was gibt's gewinnen? Es gibt Krabbelminen. Super. Egal. Was müssen wir dafür tun? Seitlich schießen oder normal? Seitlich. Irgendwie auch klar. Ich hasse seitlich schießen, weil das scheiße ist. Ich hasse
hinbekomme mit diesem behinderten Gamepad. Sorry, Nils. Der Gute hat mir das Gamepad ausgeliehen. Für dieses LP. Ja, das ist einfach scheiße. Das kauft er sich auch ein Hammer. Ding. Jetzt kann es klappen. Wenn das Hund aus dem Weg geht. Zu stark verkackt, das gibt's nicht. Das hab ich noch nicht gesehen. Das gibt's gar nicht. Ist die schrecklich? Ja, das kann doch nicht sein. Ist er doch so? Ja, das gibt's nicht. Doch, es ist doch mal. Die Skaphead macht echt aggressiv. So, Mann. Geh aus dem Weg, Huhn. Komm schon. Ja, es hat noch gegolten. Die zwei Hühner, die haben mir damals schon den Nerv geraubt. Gehasst habe ich sie. Tut bis heute immer noch. Das ist jetzt schwer. Weil diese Hühner gehen einfach nicht weg. Guck, das kleine Huhn geht nicht weg. Obwohl es eigentlich immer weggegangen ist. Politikwiderei hier eigentlich, ne? Wenn man sich's mal genauer überlegt. Jetzt waren alle aus dem Weg. Aber jetzt kommt dieses kleine Huhn wieder in die Mitte. Das nervt. Das große Huhn soll jetzt weg, jetzt beweg dich. Ja. Herzteil! Boah, das will ich aber schaffen jetzt. Das Herzteil will ich haben. Bitte lass nicht seitlich ziehen. Bitte lass nicht seitlich. Yes, Bitches. Das Huhn. Das blöde Huhn. Muss da auch stehen, ne? Auf jeden Fall beim letzten Loch werde ich einen Safe State machen. Geil! Ja, Hauptsache, ne? Das scheiß Huhn steht da. Drecksding. Hä, bitte. Okay, an diesem seitlichen ist irgendwie so eine unsichtbare Wand und da geht das dann kaputt. Ich weiß nicht wieso, das ist einfach so. Gut, da ich hier unbedingt gewinnen will, werde ich hier einen Safe State setzen. So, mit F5. So, Safe State gesetzt. Ich will nämlich hier nicht verkacken. Ich will das Herzteil haben und dann den Part beenden. Oder ich werde dann mal schauen. Jetzt aber. Wehe, drehst dich um. Bleib einfach so stehen jetzt mal. Egal, ich muss ein bisschen rüber. Dann erwischt das so nicht mehr. Aber das da. Nein, das. Geh mal zurück. Ja, das gibt's doch gar nicht. Aus dem Weg, Huhn, aus dem Weg. Bleib so. Du! Du bist ein blödes Huhn, glaub mir. Du landest bei mir auf dem Grill, das kannst du aber glauben. Jetzt bewegt sich's gar nicht. Ich sag jetzt mal nichts mehr dazu. Das ist einfach nur stockblödes Huhn. Jetzt geht's wieder dorthin, oder könnte... Du kleines Huhn, sag mal, was willst du eigentlich? Oh, die sind wieder von Stress an, ey. So stressig. Ja, genau in die Mitte, du blödes Kackhuhn. Jetzt hier die ganze Zeit von neu anfangen oder was? Nicht denn bescheuert? Jetzt du! Ja, bleib so bitte! Ja! Ja! Endlich! Ja! Ja, wir haben das Herzteil bekommen! Yes, Herzteil! Yeah! Ein Herzteil! Nein, ich will nicht mehr spielen, ich will nie wieder hier spielen! Yes. Okay, was gibt's noch? Mehr Pfeile könnte ich brauchen. Ja. Eine Schießbude hier. Aber ich glaube, dafür haben wir nicht genug Geld. Wie viel kostet denn eine Runde eine Schießbude bei Ihnen? 20 Rubinen, habe ich doch gesagt.
Ach ja, dann müssen wir zu meinem kleinen privaten Geldspeicher. Ihr fragt euch jetzt sicher, wo der ist. Das mache ich mit Bomben, da in dem Geldspeicher Bomben erlaubt sind. Es ist, glaube ich, das erste Haus, wo Bomben erlaubt sind. Das war richtig cool. Die lagern da so viel Geld. Nämlich hier drinnen. Ihr wisst ja, dass der Typ, der Soldat hier das ganze Zeug ja bewachen muss. Aber dem ist so langweilig ist, hat gesagt, ja, wir können ja mal unsere Dinger hier auslassen. Bäm. Dann kommt hier die geschneite Kohle. Ach ja. Mach ich immer wieder gerne. Bäm. Bäm. So, und zack. Und zack, zack, zack. Skulptur. Yes. Ich dachte eigentlich, dass wir die als kleines Kind schon eingesammelt haben. Oh, was soll's. Blend nie aus. So. Okay. Das reicht locker für drei Spieler. Sehr gut. Das reicht exakt für drei Spieler. Und glaube ich, dass die kleinen Kinder echt solche Waffen in die Hand drücken. Ich meine, den Bogen. Okay. Yes. Yes, da oben muss jetzt auch noch was kommen. Yes, erwischt. Jetzt die zwei. Upp, nein. Ja, das krieg ich jetzt frei. Das Spiel. Mann, ey. Oh, Entschuldigung für das glitchige Gamepad. Das ist sein Gastauftritt. Aber das ist schwer so. Okay, die kommen nach Reihenfolge, also das ist immer wieder derselbe Ablauf. Und jetzt muss ich die rote Rubine erwischen. Yes! Okay, das sieht schon mal gut aus. Noch die letzten. Was? Yes, Mann! Munitionstische. Oh. Ah. Ups. Egal, dann habe ich euch das ja auch schon mal gezeigt. Ist doch nicht so schlimm. Ja, ich würde mal sagen, erstmal, hier beende ich den Part. Heartbreak SP ist draußen. Und wie immer, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Part. Bis dann und ciao.